habe ich gesagt, die Schutzkleidung, die ich Ihnen vorgeführt habe, die hilft nur gegen den kurzzeitigen Durchschlag von Hitze, nicht gegen Hitze und Feuer. Dafür haben wir diese Schutzkleidung. Die Eltern von Ihnen werden die Kleidung noch aus amerikanischen Spielfilmen erkennen, wo die Feuerwehr mit dem Meister angezogen waren. Sie kommt bei uns dann zum Einsatz, wenn Brände mit großen Hitzeentwicklungen bekämpft werden müssen. Denken Sie etwa hier an den Brand eines Lastwagens mit Benzin oder Diesel oder an Flüssigkeitsbrände oder eben Brände zum Beispiel in einem Palettenlager, wo eine enorm hohe Hitzestrahlung hat. Die Schutzkleidung, die der Kollege darunter trägt, ist identisch mit der Schutzkleidung, die ich Ihnen eben vorgestellt habe. Also die normale Schutzkleidung für die Brandbekämpfung plus zusätzlich noch die Hitzeschutzkleidung oben drüber. Auch wieder hier mit einem Atemschutzgerät. Und mit diesem Gerät können die Kolleginnen bei mittelschwerer Arbeit ungefähr 30 Minuten unabhängig von der Außenluft arbeiten. Vielen Dank. Zum Beispiel, wenn aus einem Tanklastzug, es fahren ja jede Menge Transporter mit gefährlichen Gütern, auch mit unser Damabilsland, wenn da eine Flüssigkeit aussteht oder wenn wir im Schwimmbad ein Aussicht von Jogas haben, dann haben wir diese leichte Chemikalien-Schutzkleidung, die wird über den normalen Feuerwehrschutzkleidung getragen, auch hier wieder abgesichert mit Pressluftatmer und Feuerwehrsprechpunkt. Und man muss dazu sagen, die Schutzkleidung ist mittlerweile so ausgelegt, dass man die, wenn die von den Gefahrstoffen durchdrungen wird, nicht mehr reinigt und dann erneut zum Einsatz bringt, sondern das hier ist dann einmal Schutzkleidung, die kann nach dem Einsatz entsorgt werden. Diese Schutzkleidung hier ist nur im ersten Einsatz einzusetzen und schützt nicht gegen alle gefährlichen Stoffe. Wir haben dann auch noch den Gefahrstoffzug des Landkreises auf verschiedenen Standorten hier verteilt. Und daher wird noch weitere Schutzkleidung vorgehalten, mit der man auch in längeren Zeiten den gefährlichen Stoffen ausgesetzt sein kann. Vielen Dank dafür. Ein Anblick, der den meisten eher von den Hobby-Imkern bekannt ist, die diese Schutzkleidung, das ist der sogenannte Imkeranzug oder Insektenschutzanzug. Hier muss man dazu sagen, früher war es da üblich, wenn die Leute zu Hause ein Wespennest hatten, dann haben sie die Feuerwehr gerufen, um dieses Wespennest wegzumachen. Das ist heute nicht mehr ganz so einfach, denn zum einen sind Wespen unter Naturschutz gestellt, vor allem eventuell sogar unter Artenschutz, und zum anderen darf die Feuerwehr nicht in Konkurrenz treten zu privaten Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, wenn Sie irgendwo ein Wespennest haben am Haus, dann darf nicht einfach die Feuerwehr kommen und das wegmachen, weil der Feuerwehreinsatz, der kostet ja auch dafür nichts. Sondern wir dürfen mit unserer Schutzkleidung nur dann tätig werden, wenn Gefahr von diesem Wespennest ausgeht. Nehmen Sie mal an, was durchaus der Fall ist. Wir haben ein Wespennest im Schwimmbad. Dort sind viele Menschen, die haben nur eine Badehose oder ein Bikini an und sind durch die Stiche gefährdet. Oder was wir auch schon hatten, Wespennester im Kindergarten oder in einer Schule. Das sind natürlich Fälle, wo von dem Wespennest eine Gefahr ausgeht. Da kommen die Feuerwehrangehörigen, die in dieser Schutzkleidung begleitet sind, nehmen das Wespennest und setzen es dann auch mittlerweile an einem Ort in der Natur wieder aus. Meistens irgendwo im Wald. Also die Tiere werden in der Regel nicht abgetötet, sondern umgesiedelt. Und dann sprechen sie auch nicht ganz so schlimm, wie wenn sie meinen, sie werden umgebracht. Dankeschön. Und last but not least, die Schutzkleidung der IUK-Einheit des Landkreises. Wir haben hier in Dahlem den Einsatzleitwagen des Landkreises Sitzplatz stationiert und die Kollegen der Facheinheit für Informations- und Kommunikationswesen. Die sind mit einer Schutzkleidung ausgestattet, die im Wesentlichen der Feuerwehrschutzkleidung entspricht, die wir Ihnen vorhin gezeigt haben. Nur ist an dieser Jacke etwas mehr Gelb dran, dass die Kollegen gut erkennbar sind und die Helme sind von einem anderen Typ wie die der Verbandsgemeinde da. Und die Kollegen, die sind natürlich auch für Information und Kommunikation zuständig, also sind ja auch alle mit Sprechfunk ausgerüstet. So, vielen Dank dafür. Da möchten wir jetzt noch einmal die ganzen Schutzkleidungen, die bei der Feuerwehr vorgehalten werden, auch einmal vorstellen. Deshalb darf ich die Kolleginnen und Kollegen
bitte noch alle mal gemeinsam hier auf die Bühne bitten. Zunächst also die Schutzkleidung der Jugendfeuerwehr, dann die Schutzkleidung für die Brandbekämpfung, die sich in den 80er Jahren eingesetzt wurde. Die Arbeitskleidung, die Schnittschutzkleidung, die Warnhosen. Jetzt muss ich mal Platz machen. Gerade ein bisschen zusammenrücken. Dann haben wir die Warnhosen mit der Schwimmweste. Weiter geht's, die Schutzkleidung für die Brandbekämpfung, die wir bis in die 90er Jahre hier hatten. Die Schutzkleidung bei der Verbandsgemeinde Dahlerfelsenland haben. Die Hitzeschutzkleidung für Brände mit großen Hitzestrahlungen. Die Imkerschutzkleidung, die Chemikalienschutzkleidung und die Kleidung der Facheinheit für Informations- und Kommunikationswesen. Das war's. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die das vorgeführt haben. Danke für den Applaus. Wir hoffen, dass wir Ihnen damit einen kleinen Einblick in die Schutzkleidungen bei der Feuerwehr geben konnten. Und für das Wetter, denke ich, hoffen wir, dass wir nächstes Jahr Besseres haben, dass wir das, was wir an Außenübungen geplant haben, Ihnen wie gewohnt nächstes Jahr vorstellen können. Vielen Dank.